Wieder. Wir hatten die Aufgabe abgegeben, wir haben neue Aufträge bekommen, wir haben Klimbim verkauft und gekauft. Wir haben Zeug zum Verzaubern, können aber noch nicht ordentlich verzaubern. Kräuter sehen ein wenig mau aus. Aber Tränke haben wir genug. Oh, da ist noch ein bisschen was. Was bist denn du? Verjüngung, naja. Die können später weg und das kann eigentlich zu ihm. Ja, was machen wir jetzt? Das kann auch weg. Also hier hatten wir nichts mehr zu tun, oder? Tempel und Bar haben wir, Diebesgilde haben wir, Dragoner Außenposten haben wir? Ich glaube schon. Dann haben wir hier den Teleport und die ganzen Bereiche hier unten haben wir noch gar nicht aufgedeckt. Das können wir noch kurz machen. Wir springen also jetzt in den Teleporter. Wir springen also jetzt in den richtigen Teleporter. Aha. Und gucken erstmal nach Süden. Hops. Komm, Kraxel, Kraxel, Kraxel. Da sind schon mal Gegner, das ist gut. Auch wenn es wahrscheinlich nur irgendwelche Echsen sein werden oder Bar-Anhänger. Was uns ja fast gar nichts mehr gibt, aber mehr. Du kannst schon mal Segen zaubern. Oh. Wer auch immer da drüben ist, ist aggressiv. Ah ne, die beschießen uns von hinten. Das ist der Respawn. Na gut. Weg, 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 weg. Hallo, Jungs. Oh, da ist was. Oder war was? Also da scheint wieder ein Tempel von Bar zu sein, wo wir uns nur heilen könnten. Ah, oh. Oh, was? Du, ey, du. Wo kommt ihr denn auf einmal her? Hirnsauger, Seelensauger. So, wer ist am nächsten dran? Ihr. Kaputt, 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 kaputt. Kommt nichts ran. Was ist los hier? Aber was ich sagen wollte, hier ist ein Tempel von Bar, da werden wir nichts machen können. Aber da hinten hat unser magisches Auge was gesehen. Da sollten wir uns mal umgucken. Nachdem wir so ein bisschen geplündert haben. Quatsch. Ja, die sind nervig, weil sie Krankheiten verteilen können. Wobei wir jetzt hier Krankheiten inzwischen heilen können. Das nicht mehr ganz so nervig macht. So, du noch. Und dann haben wir endlich Ruhe hier. So, Schritt Nummer 1. Gucken, was wirklich ein Bartempel ist. Ja, ist es. Okay. Denn hier drüben war noch ein Gebäude. Und mehr Gegner? Ja. War anzunehmen, dass da. Das sind ein paar Gegner. Jede Menge Pfeile. Warte mal, du mach mal ein Schild. Achso, es ist nur auf einen Charakter. Das ist ärgerlich. Expertenzauberspruch betrifft die ganze Gruppe. Du bist noch kein Luftexperte? Ernsthaft? Ah, stimmt, weil es im Startgebiet, also Neusorbigal, gar keine Expertenlehrer dafür gab. Es gab nur für alle anderen welche. Also alle anderen Elementaren. Da sollten wir uns mal umgucken. Also in Mist, der Stadt der Magier, gab es nur die Meister, wenn wir es richtig gesehen haben. Das heißt Freehaven. Da gab es eine Ecke, wo vier Lehrer auf einem Haufen waren. Also einmal die drei Klerikalen war auf einem Haufen und die vier Elementaren war auf einem Haufen. Da müssen wir bei Zeit nochmal hin. Aber erstmal jetzt hier töten, töten, töten. Na komm. Drei, vier Echsen hier noch. Ah, sieht interessant aus. Nicht besonders groß, aber
Es ist ja eh nur das Oberirdische. Kalangos Besitz. Kalagon hat diesen Landsitz von Archibald, der Name sollte manchen was sagen, für seine Dienste während der Thronfolgekriege erhalten. Früher war es die Residenz des Erzmagiers Tirax. Oh, Tirax. Sollten wir von Tirax nicht irgendwas holen für den obersten Magier? Dann gucken wir mal rein. Und hey, wo sind wir? Gucken wir mal, wie schwierig das hier ist. Du mach mal... Okay, mal Schutz vor Gift. Du mach mal Schutz vor Feuer. Dann gucken wir, was für Gegner hier sind und dementsprechend entscheiden wir uns dann, ob wir hier bleiben oder schreiend rauslaufen. Geister. Geister sind okay. Sogar mehr als okay. Oh, da sind schwerere Geister bei. Dämon. Du, geh mal ganz kurz zurück. Heil sie. Spuk. Oh, heil sie. Quatsch. Nicht unbedingt einfach, aber wenn ich mehr auf Runden basierend gegangen wäre und wir mit Zalana mehr gezaubert hätten, würde es glaube ich gehen. Also versuchen wir jetzt den Eingangsbereich hier frei zu bekommen von Gegnern. Wenn wir hier schlafen können, dann dürfte es eigentlich machbar sein. So, rundenbasierend. Zaubern. Hauen. Heilen. Hauen. Hauen. Heilen. Ach stimmt, und dann kann ich gleich noch Eile zaubern, weil wir eh gleich schlafen wollen. Also ist egal, ob sie müde sind oder nicht. Also hauen, hauen. Hauen. Eile. Hauen, hauen. Hauen. Ein Feuerball wäre da auch schön. Aber dazu müssen wir weiter wegstehen. Das kriege ich, glaube ich, nicht hin auf der kurzen Strecke hier. Hauen. So. Ganz kurz versuchen. Komm, wir laufen einfach in die Richtung. Zu nah dran. Oh, jetzt könnte das gehen. Auch wenn da hinten kaum noch Gegner sind. Er ist zu nah. Ja, jetzt lebt nur noch ein Gespenst. Zum Glück dazu. Das ist echt zu eng hier für den Spruch. Jedenfalls bisher. Oh. Kleiner Sarg. Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Wusch. Bam. Ich glaube einmal... Ah, ich habe verklickt. Egal. Komm. Feuerball. Wusch. Genau. Flieht. Achso, ist ein Dämon. Ja, okay. Halten Ticken mehr aus. Und ich will hier gar nicht langlaufen. Ich wollte eigentlich nur den Eingang sichern. Das heißt, wir müssen auf der anderen Seite das gleiche machen und dann müssten wir eigentlich schon schlafen können. Also in dem Eingangsbereich hier vorne. Diese Tür bewegt sich nicht. Oh, ist eine Kiste. Ich dachte, hier wäre irgendwo ein Schalter dran. Nee. Fackel, das wäre jetzt ärgerlich, wenn ich hier hinter Monster wären. Und das hört sich so an, wenn man dem Stöhnen trauen darf. Und wir deswegen hier jetzt nicht schlafen können. Ah, na gut, gehen wir kurz raus. Und machen das einfach so. Also Auge, Fackellicht, Segen. Schutzzauber brauchen wir bisher keine, weil die... Ja doch, die zaubern was, aber die zaubern nur so einen Zauberpunkte-Entferner-Spruch, keinen Schadensspruch. Ich denke, dagegen können wir uns nicht schützen. Schutz vor Kälte, nö. Nö, 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 ist alles okay.
Du kannst ein Heldentum zaubern, sobald wir den Gegner sehen, was hinter der Tür sein wird. Hm? Oh. Oh, komm hier näher. Man sollte sich in einem Raum vielleicht umgucken, bevor man ganz reingeht. Weg, 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 weg. So, irgendjemand hat gerade was kaputt bekommen. Sah nur so aus. Alles heil, okay. Du bist verängstigt. Angst entfernen haben wir aber auch, ne? Furcht verjagen. Genau. So, hier ist ein Brunnen. Aha. Kettenrüstung, 400 Gold, ist okay. Dort Geister. Und hey, Talan hat gar keine Zauberung verloren. Obwohl sie von dem Spruch getroffen wurde. Was macht der Spruch dann? Au. Oh. Permanent älter. Also ein Jahr ist nicht so schlimm jetzt, aber ja, sie ist auch schon ein Jahr älter. Der Rest ist okay. Oh, 24 ist immer ein gutes Alter. Wenn sie nachher 50, 60, 80 werden, dann haben wir ein Problem. Talana, probier mal. Wusch. Hey. Yay. 60 Trefferpunkte bei jedem Gegner in dem Kegel. Ah, ist echt super. Wusch. 40. Wusch. Ah, ich wollte schon sagen, warum kippen jetzt nicht mehrere rum? Aber es waren anscheinend drei Dämonen auf einem Haufen. Das ist ganz schön krass. Aber könnte gute Erfahrungspunkte bringen. Und das gefällt mir hier gleich viel besser. Schön lange Gänge, wo man immer schön Feuerball piu-piuen kann. Nicht diese Verschnörkelte vom Anfang. Oh, und Skelette. Du, Feuerball. Klacker, klacker, klacker. Schönes Geräusch. Auch wenn das absolut Overkill war. Wir hätten ja vor allem im Nahkampf zerhackstückeln können, aber ja. Müllhaufen, Müllhaufen, Müllhaufen. Was ist das? Das sieht verdächtig aus. Oder ist das so eine Nische für eine Leiche? Okay. Hier geht's runter. Ist runter gut? Oh. Oh, 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 oh. Feuerball. Gott. Oh, das sind viele. Au. Okay. Nicht schießen, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, dass der Feuerball irgendwo anecken könnte. Du heilen. Das sind viele rote Punkte. Und nein. Also im Notfall, wenn wir volle Lebenspunkte haben, könnten wir ja eigentlich Schutz vor Feuer sprechen und einfach im Nahkampf den Feuerball sprechen. Du, da. Ich mache das aber anders. Ich glaube, ich rutsche jetzt einmal da. Oh. So viel dazu. Also mein Plan wäre gewesen, ich laufe einfach einmal durch auf die andere Seite des Raums. Oh. Die andere Seite des Raums und schmeißt dann Feuerbälle im rundenbasierenden Modus. Aber haben anscheinend gerade was anderes vor. Na komm. Quatsch. Quatsch. Du bist ein Dämon, der fast tot ist und Quatsch. Heilung. Also jetzt aber. Nicht ablenken lassen. Ich laufe jetzt einfach. Haben wir wieder Ball? Federfall, 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 Federfall. Einmal durch. Hops. Und rundmassieren. Das sieht doch mal geil aus. Du Feuerball. Wusch. Au. Oh. Ich habe mir das irgendwie dramatischer vorgestellt.
schießt auf den. Du